Das ist quasi dieser kleine AWS Elemental Link. Mit dem hat man die Möglichkeit, SDI-Signale oder HDMI-Signale direkt über das Internet zu AWS zu geben, zu einem AWS Elemental Live, zu dem Media Service von AWS Elemental. Den schließe ich jetzt mal an, neben hier. Dann sehen wir das mal, wie das funktioniert. Ich habe quasi als Quelle meinen Laptop einfach angeschlossen über HDMI, weil ich zu Hause nicht so wirklich viele SDI-Quellen habe. Das Gerät fährt im Hintergrund automatisch hoch. Wir haben bei uns das integriert in unser Modul portal.live.link, weil dieses Gerät Link heißt. Wenn Sie das Gerät bestellen bei uns mit einem Portal Live Link Account, bekommt man dazu diese kleine Karte. Auf der Vorderseite gibt es im Endeffekt ein Username plus Passwort plus QR-Code. Der Operator, der das Ganze einsetzt, der kriegt diese Karte, fährt mit dem Gerät dann an seinen Einsatzort und scanne im Endeffekt mit dem Handy diesen QR-Code ab und kommt dann automatisch auf die Seite, wo man sich anmeldet. Das heißt, der Operator muss nur noch ein Passwort eingeben. Auch der Username ist in dieser Karte mit versehen. Das heißt, es gibt nur das Passwort, was da drauf steht, einzugeben. Und dann kommt man in die Oberfläche rein. Diese Oberfläche zeigt mir direkt ein Thumbnail von diesem Gerät. Das heißt, das Signal, was hier anliegt, wird hier oben angezeigt. Das Einzige, was die Person machen muss, ist, sie hat diese GUI und drückt auf diesen Startknopf, der hier steht. Und diesen Startknopf drücke ich jetzt mal, dann kommt eine Warnung, möchte ich wirklich starten? Das mache ich, das dauert so ungefähr 1 bis 2 Minuten circa. Dann ist das Gerät online. Wir sollten gleich hier sehen, dass dieses Lämpchen sich in was Blaues verändert. Das heißt, wenn das blaue Lämpchen leuchtet, dann ist das Signal bei AWS Media Live angekommen und wird verarbeitet. Dann startet das System hinten dran ein Media Package Encoding und verteilt das Ganze über CloudFront. Es geht natürlich auch über andere CDNs, aber der primäre Prozess eben Media Package und Media Live ist dann aufgebaut. Wenn das dann hier vorne alles blau ist und der Prozess abgeschlossen ist, sollte man eigentlich, wenn alles klappt, auf Refresh drücken können. Dann hat man hier auf der Oberfläche ein Bild, wo es dann zu sehen ist, dass der Player gestartet ist. Und nach einer gewissen Zeit kommt dann auch mein Bildschirm vom Laptop. Und das ist eigentlich alles. Das System ist fertig, es streamt. Es gibt eine URL. Diese URL kann man, wenn man sich möchte, in den Clipboard kopieren. Oder man hat sie vorher, vor der Produktion, weil wir die vorher einstellen können, schon bei sich im System gemappt. Und wenn der Operator fertig ist, muss er nichts anderes machen, außer auf diesen roten Stopp-Knopf zu drücken. Und das System warnt ihn, möchtest du wirklich wieder aufhören? Man drückt Stopp und wartet eine gewisse Zeit. Dann wird das Lämpchen hier vorne irgendwann wieder so lila werden. Und dann ist die Produktion vorbei, keine Kosten mehr. Das komplette System von uns ist serverless aufgebaut und kann nach Belieben erweitert werden und läuft auf AWS Lambda. Das Gerät als solches bekommt man für ca. 1000 Euro bei uns zu kaufen. Jeder, der das bei uns erwirbt, bekommt jetzt aktuell von AWS, weil da gibt es eine Aktion, 500 Credits dazu zur Nutzung von Media Live und CloudFront. Und wir legen noch eben einen Monat die Nutzung kostenfrei von Portal mit oben drauf. Und was danach anfällt, sind eben die monatliche oder tägliche Nutzung von Portal. Das ist ein Abo, was man bei uns abschließen kann. Und eben die Verbrauchskosten auf AWS. Man kann das System, diese komplette Infrastruktur, auch das Gerät, bei sich in seinem eigenen Account laufen lassen. Das heißt, wir haben überhaupt gar nichts mit den Kosten von AWS zu tun. Der Kunde macht das direkt mit AWS. Man hat dann bei uns eben nur die Kosten für das Portal. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, ich möchte das lieber nicht mit AWS machen, ich möchte das als Managed Service haben. Dann kann man das auch über unsere AWS-Infrastruktur, die ganzen Medienservices einsetzen.